Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zur nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon World in unserem eigenen ersten Freizeitpark. Ich hoffe mal, euch hat das letzte Part gefallen, dass ich das erstmal probiere, mir eine Achterbahn selber zu bauen, einen Park selber zu bauen. Ich versuche noch diesen Part, das hier weiterzuführen und im nächsten Part dann wieder auf die Story-Modus zu gehen. Ja, wir wollten ja dieses Mal auch ein bisschen planieren. Oh, wir können mal gucken, wie teuer, 8000, naja, kann man sich glaube ich mal schnell leisten. So, Terrain ändern, wir wollen alles planieren, alles in eine Größe. Und wir könnten die Höhe begrenzen. So, theoretisch müsste die ja hier hinpassen, wir haben nur noch hier eine kleine Stelle, die wir ein bisschen gerade vielleicht machen müssen. Aber sonst nur noch alle Bäume wegreißen und dann geht es doch. Ja gut, jetzt kommt das Nervigste von allen. Alles wegreißen. So, nachdem ich jetzt alles weggebaut habe, ihr seht, anhand meines Geldes ist sehr, sehr wenig geworden. Und ihr seht auch um die Bekanntheitsevents, dass Los Bluto Hermos gebaut werden soll. Ja, beides ist sehr, sehr schämendleister gerade eben. Das Los Bluto ist sehr teuer und das Geld ist sehr, sehr niedrig. Also was heißt das für uns? Ja genau, wir machen die Toiletten ein bisschen teurer. Oder können wir ein bisschen Geld machen. Weil die verbrauchen uns ja nicht viel. Aber ich glaube, da kommen doch schon ein paar Besucher hin. Auch vielleicht hier beim Bäcker so ein bisschen was erhöhen. 50 Cent. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Alles so ein bisschen um 50 Cent erhöhen. Oh, Infostand hätte ich auch noch ein bisschen Geld gerne eingenommen. Die sind alle sehr, sehr beliebt. Ich glaube, man da noch ein kleines bisschen Geld rein. Im echten Leben würde ich das niemals machen, weil irgendwie hier Geld zu bezahlen und hier Geld zu bezahlen, ist ziemlich dämlich. Also das würde ich nicht gerne machen. Also wir können zwar auch noch Kredit aufnehmen. Der Parkwerk ist gesunken, aber sehr, sehr viel gesunken. So, jetzt sind wir bei plus minus 0. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn der Monat jetzt weiterläuft. Ich könnte ihn mal beschleunigen, ich Idiot. Also wir gehen im Minusbereich. Also eigentlich möchte ich ja keinen Kredit aufnehmen. Das ist für mich gerade ein No-Go. Aber 10.000 ist auch nicht viel. Aber 800 pro Monat zahlen, das ist viel. Wenn ich die 800 reinbekommen würde, wäre ja alles in Ordnung. Also ich sage es wirklich, wir nehmen relativ wenig Geld ein. Vielleicht verdient man noch ein bisschen mehr am Eintritt, ich weiß es nicht. Solange Leute zahlen, kommen sie rein. Und solange sie reinkommen, bezahlen sie noch mehr. Und das ist eben der Sinn der ganzen Sache. Wir wollen ja auch dann noch das ganze Terrain hier ändern. Und das wird auch nochmal so unendlich teuer. Also auftragen, Struktur A, eine glatte Sandtextur, das wäre als nächstes dran. Ja, ich glaube Sand ist doch schon relativ gut. Für den Bereich hier hinten. Ja, da fehlt mir das Geld. Wer hätte das gedacht? So, wer hätte es gedacht? Wir haben es natürlich nicht geschafft, aber... Ja, Herr Mutzekante, es tut mir echt leid. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen. Ich glaube, wir nehmen doch mal einen Kredit auf, damit wir uns die Holzachterbahn, weil ich hoffe, durch die Holzachterbahn, dass dann ein Haufen Leute mehr kommen. Dafür machen wir mal ganz, ganz kurz Pause und bauen die Holzachterbahn. Ich hoffe natürlich, die passt hier hin. Ja, 3 Stunden später hat sich das Ding endlich mal geladen. So, ich hoffe mal, dass eben durch die Holzachterbahn jetzt wirklich ein Haufen Leute mehr kommen. Und die Wege ändern wir jetzt mal auch, und zwar nehmen wir hier vielleicht Erdwege. Wie sieht denn das aus? Ja, ich glaube mal, für den Bereich hier wären vielleicht Erdwege gar nicht mehr so schlecht. Das soll ja unser Richtung Western Abteil werden. Eblion, hier, ach, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. So, einigermaßen schön, naja, okay. Weiß ich nicht, ob man das so nennen kann.
Ja, hier müssen wir wieder einen schmalen Weg nehmen. Ich glaube, das reicht auch vollkommen zu, wenn man hier einen schmalen Weg nimmt. Aber hier nehmen wir vielleicht einen gewundenen Weg. Weil das vielleicht ein kleines bisschen schöner aussieht. Ja, nur ein kleines bisschen. Hust, hust. Schön. Sehr, sehr schön. Und hier können wir jetzt schöne Kakteen hier hinten hinbauen. So, wir haben jetzt das ein kleines bisschen schön gestaltet hier. Aber ich würde mal sagen, wir testen erstmal die Bahn, bevor wir hier überhaupt was machen. Stopp, raus, Pause. Nicht so schnell bitte. Aus irgendeinem Grund hat das gerade ein bisschen gesponnen, aber. So, jetzt gucken wir mal. Schöne Aussicht bisher. Ach ja. Die Parts hier bringen eben nicht viel. Ich weiß, es sind sehr kurze Parts. Aber der Sinn hinter diesen kurzen Parts ist eben, dass ich viel zeigen kann. Viel Folgen machen kann und viel nach und nach überlegen kann. Und ja, nicht der Sinn dahinter ist, yo, ich möchte so schnell wie möglich Parts rausbringen. Das ist nicht. Ich möchte natürlich auch, ich könnte natürlich gerne auch einen Stundenpart aufnehmen. Ist aber die Sache, man müsste auch jetzt überlegen, was man da spricht, was man da sich als Themen überlegt, die man vielleicht mal anspricht, die man vielleicht mal reden kann. Und die habe ich im Moment nicht. Deswegen ist das schon so okay, glaube ich mal. Und hier machen wir noch ein paar Sachen hin und da können wir das auch öffnen, die Kanonenkugeln. Ich glaube, ich nenne die mal nicht Kanonenkugel 1, sonst einfach nur Kanonenkugel. Ja, hier eben noch ein paar Bäumchen rein. So ein paar Bäumchen, wie gesagt. Dann eben hier in die Mitte vielleicht nochmal so ein schönes Zierding. Oh, hier haben wir ja auch noch Kugelkaktus. Okay, der ist ziemlich klein. Der fällt hier überhaupt nicht auf, deswegen lass ich den mal am liebsten mal. Ja, jetzt hat mich das Spiel dran erinnert. Junge, du musst mal auf dein Geld achten. Da hat es leider recht. Und wusstest du, dass du ein Darlehen aufnehmen kannst? Ja, wusste ich. Die Scheiße ist nur, ich hab den Darlehen leider schon verbraucht. Also, ja. So, 5,50 € ist, glaube ich, mal ganz okay. Begeisterung ist bisher noch auf 0. Also, bisher ist alles noch auf 0. Ich weiß natürlich nicht, ob das. Ob ich jetzt hier warten soll. Ja, genau hier. Begeisterung 4,7 ist schon okay. Intensität 4,1. Übelkeit 2,6. Sicherheit 11, 9. Wunderschön. Und das ist eben die Achterbahn für die Leute, die komplette Angst haben, in irgendwelchen Attraktionen zu sein. Deswegen gibt es die Achterbahn, die hier mehrmals rumfährt. Sehr, sehr aufregend. Nicht. Mein Fresser kommt. 100 Follower. Und was möchte die eigentlich haben? Souvenir, Abenteuermotiv. Ja, ach so, kann ich jetzt eigentlich, hätte ich hier abbrechen können, oder? So, wir haben hier Science Fiction, wir haben Wimsley. Aber nichts Abenteuermäßiges. Ist die Frage, haben wir überhaupt was Abenteuermäßiges? Ja, wir haben Super Abenteuer. Das ist das einzige mit Abenteuer. Ich hoffe mal, das passt hier hin. Aber wir haben keine Geldmittel. Ha, wer hat's gedacht? Oh, wir gehen relativ viel im Minus. Nicht gut. Gar nicht gut. So, die wollen ja jetzt auch bald das Geld einkassieren. Was noch schlechter ist. Gut, aber die Achterbahn wird anscheinend recht gut angenommen. Die Tickets sind günstig. Machen wir 6 € aus den Tickets raus. Weil wir machen extrem viel Minus. Ich frage mich, woher eigentlich, also warum wir eigentlich so viel Minus machen. Na, guck mal hier. Das macht ja keiner mehr mit. 1,25, ich glaube, das reicht. Hier machen wir auch 1,75 draus. Und Gäste gehen ja auch wieder nach oben. Die ist da. Das ist nicht schön. Das ist die hier. Nee, oder auch nicht. Ja, leider gibt es nichts am Abenteuer hier. Tut mir echt leid. Die wird mal vielleicht ein bisschen wütend sein, aber dafür fährt sie mit der Achterbahn, das ist schön. Steht hier erstmal 3 Tage an. Warum auch nicht? Also, warum stellt sie sich jetzt hin?
Also, ja, gut. Hier ist wohl vielen schlecht, wie es aussieht. So, bei den meisten ist ja aber auch übel. Und sagt bitte nicht, der will jetzt mit Achterbahn fahren. Also, ho. Alter, was ist denn hier alles anders? Also hier ist ja vieles anders geworden. Der ist sogar zweimal mit der Achterbahn gefahren. Hamburg hat er noch gekauft. Mensch, der hat ja schon vieles gemacht. Aber eben noch nicht so das Ultimative. Ja, blanker Fehlschuss. Kann ich ja nichts dafür. Weil du hast mich sowieso überrascht, dass ich nicht wusste, wie teuer es ist. Und ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Pod gefallen hat, gebt mir noch einen Moment, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr das weitersehen wollt oder auch nicht. Und sagt mir mal, vielleicht kriege ich ja irgendwie das hier hin. Was ist das jetzt bitte? Hallo? Warum hauen alle ab? Was ist denn, wenn wir es so machen jetzt? Also das habe ich ja, glaube ich, schon mal getestet gehabt. Aber ich weiß echt nicht mehr, was draus wurde. Weil hier drinnen kostet dann so gut wie nichts mehr irgendwas Geld. Also, shit, jetzt hauen die alle ab. Mein Park ist so gut wie leer. Hilfe? So, und ob das jetzt mir was gebracht hat, wirklich mit dem Geld, seht ihr im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Moment, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir so weit, wir speichern noch schnell. Nein, Spielstand. LP. Wir nehmen es LP2. Okay, ciao.